Ich muss nochmal auf laminare Strömung eingehen, das geht nicht anders. Laminare Strömung kann man als ungestörte Strömung in Schichten sich vorstellen. Laminar heißt in Schichten dargestellt. Also wenn ich hier verschiedene Luftschichten habe, ausgedrückt durch ihre Geschwindigkeit, die gegen einen Berg strömen, auf der Seite, wo der Wind ansteht, ist Luft, auf der anderen Seite ist Lee. Und ich habe hier nur so einen ganz netten flachen Hügel. Dann passiert nichts weiter, als dass die Schichten sich ein bisschen weiter hochdrängen. Das heißt, hier wird die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Das ist so ähnlich wie bei den Isobaren in der Meteorologie. Wenn da liniengleichen Luftdrucks zusammengedrängt sind, dann habe ich eine höhere Geschwindigkeit. Hier habe ich Isohypsen, also Moment. Isotachen, Entschuldigung. Also das heißt Tacho, ne? Tachometer, die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist hier erhöht. Gut, bis dahin ist das normal, wenn der Hügel wieder nachlässt, das heißt wieder ein normales Niveau anliegt, dann geht die laminare Strömung einfach weiter. Das Gegenteil davon ist turbulente Strömung. Lässt sich auch leicht einsehen. Hier im Luv drängt sich die Luft wieder zusammen, die laminaren, die Schichten drängen sich also zusammen, aber was machen sie hier? Hier gibt es eine gewisse Geschwindigkeit über die Kante hinüber und das kann jeder beobachten, wenn er mal hinter einer eckigen Hausecke steht. Dahinter ist im Allgemeinen ein Wirbel. Das wäre jetzt von oben gesehen, aber hier ist es von der Seite gesehen. Und auch solche Wirbel gibt es zum Beispiel an Küsten. Da fliegen gerne Gleitschirmflieger in der laminaren Strömung und hier oben, wo die Geschwindigkeit so hoch sind, würden sie sich lieber nicht aufhalten, weil erstens bewegt sich die Luft da nicht nach oben, ne, weil sich die Luft nach oben bewegt, können die sich halten. Ich sag's mal ganz landläufig so. Und hier oben wird die Luft zu schnell werden, das heißt, hier würden sie rückwärts fliegen, das möchten sie nicht. Viel gefährlicher vor allem im Hochgebirge, aber eigentlich bei jedem Gebirge ist, den Leewirbel zu beachten. Ne, das gleiche Prinzip wie hier. Auch wenn der Berg nicht eckig sofort runter geht, auf der anderen Seite, im Lee habe ich immer eine Art Vakuum, eine Art Vakuum. Das heißt, hier ist weniger Luft, denn die Luft möchte hier gerne vorbeiströmen. Das bedeutet aber, dass sich hier Wirbel bilden. Und deswegen, wer hier im Lee in diesen Wirbeln fliegt, ist schlecht beraten. Gut, was macht das Ganze noch bei der Fliegerei? Ich kann es nicht verhindern, ich muss immer wieder drauf kommen. Ich habe es nun mal so gelernt auch. Ein Tragflügel von der Seite gesehen wird laminar umströmt. Das wäre der Idealzustand. Im Geradeausflug ist es im Allgemeinen noch so. Die Tragflächenprofile haben deswegen ganz bestimmte Formen von der Seite gesehen. Und wenn der Flieger dann in den Landeanflug geht, das seht ihr auch bei Vögeln, die stellen dann die Flügel so an, also die Hinterkante nach unten, dann beginnt hier hinten die Strömung abzureißen. Die Vögel und die Flugzeuge machen es deswegen, damit der Flügel eine größere Bremswirkung hat. Denn die möchten ja zum Schluss nicht mit 800 km pro Stunde auf die Landebahn donnern, da hätten sie einen viel zu langen Bremsweg. Das könnt ihr, wenn ihr mal im Urlaub seid und mal über der Tragfläche oder hinter der Tragfläche sitzt, auch beobachten, dass die Störklappen im Falle des Strömungsabrisses langsam anfangen, ungewollt, ein bisschen hochzuklappen. Mittlerweile ist es sogar gewollt, das hat man den Vögeln abgeguckt, die haben extra Federn, die klappen nach oben und bewirken, dass die Strömung hier wieder laminar anliegt. Das heißt, ein Strömungsabriss, so wie in diesem Fall, der zum Bremsen da ist, die Vögel machen das instinktiv und locker, der komplette Strömungsabriss, der ist gar nicht so gut. Jetzt stellt euch mal ein Flugzeug vor, was so steil bremsen müsste, um den Flügel als Bremse zu nutzen. Deswegen haben die noch extra Klappen, zusätzliche Klappen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, damit das Flugzeug nicht so steil hier auf die Landebahn runterkommt. Das wäre auch für die Passagiere nicht schön. Ganz davon abgesehen, dass das Heck dann irgendwann hinten aufsetzen würde. Also das wäre ungünstig. Deswegen macht man solche Klappen und allerlei Vorflügel werden ausgefahren und fauler Klappen. Das heißt, das Flugzeug kann einigermaßen die Nase zwar ein bisschen hochnehmen, aber alle möglichen Flügelgeometrien werden so verändert, dass die besser landen können. In der normalen Technik macht man es auch gerne so. Stellt euch mal vor, Lüftungsbauer, es gibt doch solche na, so glänzenden, also verzinkten Luftröhren in großen Hallen und so weiter. Stellt euch mal vor, da hätten die nichts weiter drin oder die müssten stets mit irgendwelchen runden Profilen arbeiten. Manchmal
Können sie es nicht? Meistens ist es aber billiger, eckige Profile zu erstellen. Von oben gesehen würden sich hier lauter Wirbel bilden und hier hinten würde die Luft nur sehr zäh weiter fließen, was nicht gut ist. Wenn die ideale runde Bögen hätten, wäre es leichter. Da würde die Luft, die hier von der Geschwindigkeit so ankommt, hier hinten auch mit gleicher Geschwindigkeit rauskommen. Deswegen baut man hier, oh, na, ich hätte sie mal rot machen sollen, hier diese. Baut man hier Leitprofile in solche kästenförmigen Belüftungsrohre ein und diese Leitprofile, die bewirken so eine Art Kurve, sodass es nicht so viele Verwirbelungen gibt. Ich hätte wahrscheinlich diese Linien auch blau machen sollen, damit euch das besser aufgefallen wäre mit der Strömung. Noch was, laminare Strömungen sind aber auch bei anderen Fluiden, sprich nicht nur in Gasen, Gase sind Fluide. Flüssigkeiten sind auch Fluide, das heißt leicht bewegliche Stoffe. Notfalls werde ich, glaube ich, hier nochmal einen Link anbringen zu Fluiden. Und zwar beachtet jetzt mal den Link, den ich hier noch gleich anfüge. Was hat es damit auf sich? Ihr werdet da gleich sehen, dass die Geschwindigkeit des Fließens auch in Flüssigkeiten zum Rand hin abnimmt. Warum? Hat zwei Ursachen. Die eine Ursache ist die Viskosität der Flüssigkeit. Das heißt, die ist ja zäh. Und wenn sie hier am Rand, wenn ich mir jetzt mal die Wandung etwas vergrößert darstelle, dann ist die immer etwas unregelmäßig, also nicht glatt genug, sodass sich hier wieder Mini-Verwirbelungen, so wie vorhin schon dargestellt haben, hat ergeben. Und diese Mini-Verwirbelungen bilden zu den ansonsten einigermaßen geschichteten, glatten Geschwindigkeitsschichten dieses Fluids, was hier drin fließt, dann irgendwann eine Grenzschicht. Ab da geht es wieder bergauf. Aber da über der Grenzschicht immer noch Viskosität herrscht, wird diese Geschwindigkeit in der Nähe der Grenzschicht immer kleiner werden als weiter in Richtung Rohrmitte. So, und jetzt mal ganz schnell. Ich werde mal kurz zeigen, ob das geht. Vielleicht braucht ihr gar nicht auf den Link zu klicken. So, ich lasse das mal laufen. Und zwar, hier hat jemand einen schönen Versuch vorbereitet. Aber am besten, ihr klickt dann nochmal selber auf den Link. Lasst es euch nochmal erklären, aber nochmal schnell, dass das stimmt. Und hier sieht man wunderbar, wie sich, weil der geschwärzte Teil der gleichen Flüssigkeit, das ist die gleiche Flüssigkeit, bloß der geschwärzte Teil, hat hier eine Art Parabel ausgebildet. Naja, ich hoffe, dass das alles geholfen hat und ja, verbleibe mit besten Grüßen. Macht's gut, tschüss.